Hey Leute, was geht? Hier ist Jonas und damit herzlich willkommen zur versprochenen Road to Glory Folge am Samstagmorgen. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Guten Morgen, meine Freunde. Es geht rein in die nächste Folge. Heute geht es um meine Division Rival Rewards und um ein bisschen Gameplay in Division 2. Außerdem werden wir ein bisschen über FIFA im Allgemeinen quatschen. Also heute eine entspannte Folge am Start, würde ich sagen. Ansonsten hat uns EA leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich wollte ja eigentlich am Freitagabend meine ersten 10 Weekend League Spiele machen. Allerdings wurde die Weekend League um 24 Stunden nach hinten verschoben. Heißt, wenn ihr das Video seht, sollte es gerade losgehen mit der Weekend League. Ich bin mir nicht sicher, ob das immer um 8 Uhr oder um 9 Uhr losgeht durch die Zeitverschiebung. Denke ich mal, ab 8 Uhr, also genau wenn das Video online ist, kann man die Weekend League zocken. Ich bin aber, wie gesagt, den ganzen Samstag über weg. Julian und ich sind beim FC Bayern im Stadion und schauen uns Bayern gegen Freiburg an, haben da so ein kleines Event und sind deswegen da den ganzen Tag am Start. Deswegen wird sich der Stream von Samstag auf auf Sonntag verschieben. Wir werden Sonntagmorgen in die Weekend League reinstarten. Ich denke, da werden wir 10 Spiele machen. Dann werden wir abends circa 5 bis 10 Spiele machen. Und Montagmittags und Montagabend wird es dann nochmal einen abschließenden Weekend League Stream geben. Die Weekend League wird dadurch bis Dienstag 8 Uhr morgens laufen, dadurch, dass sie um 24 Stunden nach hinten verschoben wurde. Finde ich jetzt eigentlich ziemlich praktisch, muss ich sagen, dadurch, dass ich halt samstags nicht da bin. Aber ich kann mir vorstellen, dass einige von euch das nicht so feiern werden, weil natürlich sehr viele von euch montags arbeiten müssen, in die Uni müssen, in die Schule müssen. Und da ist es natürlich nicht ganz so cool. Ist natürlich echt mies gelaufen bei EA am Donnerstag mit den Rewards. Hat es schon ewig gedauert. Viele sind gar nicht reingekommen. Das war es halt wirklich komplett. Mal schauen, ob man da noch irgendeine Entschädigung bekommt, wovon ich eigentlich nicht ausgehe. Aber naja, was soll's. Ich finde es auf jeden Fall, ich persönlich, nicht so schlecht, dass die Weekend League um 24 Stunden nach hinten verschoben wurde. Dadurch habe ich auf jeden Fall mehr Zeit, mir das Ganze wieder stabil einzuteilen. Ansonsten haben wir ein bisschen Division 2 gezockt, denn in Division 2 ist Rang 3 der meiner Meinung nach beste Rang, den man im Preis-Leistungs-Verhältnis sozusagen bekommen kann. Division 2 Rang 3 sind 2 50k-Packs und ein 35k-Pack. Durch die Weekend League, die man spielt, 30 Spiele, kriegt man ja jedes Spiel 400 Division Rival Points. Und dadurch war ich schon bei 12.000 und man hätte, glaube ich, so 13.000, 14.000 gebraucht für Rang 3. Ich hatte am Ende dann, glaube ich, 16.000, also habe eigentlich schon viel zu viel gezockt, aber hat eigentlich echt mega Bock gemacht, weil die Gegner in Division 2 extrem stark sind und man konnte da extrem gut trainieren. Ich habe in Division 2 jetzt endlich mal angefangen, auch meinen Torhüter immer mal zu verstellen in manchen Situationen und das hat mir so oft den Arsch gerettet. Das ist zu krass, wenn man das drauf hat, wird man nochmal so viel besser. Also ich bin mir relativ sicher, dass wenn wir da noch ein bisschen üben mit dem Torhüterverschieben, unsere Skills nochmal deutlich verbessern können. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und es lief in Division 2 echt richtig gut, muss ich sagen. Das erste Spiel haben wir zwar 3-0 verloren, aber danach habe ich, glaube ich, keins mehr verloren aus den nächsten 5, 6, 7 Spielen. Hab öfters mal Unentschieden gespielt, aber das meiste habe ich gewonnen. Ich glaube, ich bin dann am Ende so bei circa Richtung 2300 Skill Points rausgekommen. Also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass wir relativ schnell in Liga 1 kommen würden. Da muss ich mir aber überlegen, ob ich überhaupt in Liga 1 kommen will, weil ich glaube, Liga 1 Rang 3 Rewards sind nur ein 50k-Pack und ein 35k-Pack. Heißt, es lohnt sich halt gar nicht, in Division 1 aufzusteigen. Division 1 Rang 2 und Rang 1, da kriegt man halt dann 125k-Pack. Das ist schon extrem saftig. Aber ich glaube, dafür muss man dann auch relativ viel zocken. Und da habe ich nach der Weekend League meistens nicht so viel Lust drauf, unter der Woche dann noch extrem viel zu spielen. So wie es jetzt war, diese Woche, fand ich es richtig, richtig entspannt. Von Montag bis Mittwochabend nochmal so 5 bis 10 Spiele. Das geht komplett klar, kann man jeden Tag 3, 4 Stück machen und kommt dann easy in Rang 3 in Division 2 und holt sich dadurch die 2 50k-Packs und das 35k-Pack ab. Das ist halt extrem nice. Ansonsten werdet ihr natürlich auch gleich noch meine Division Rival Rewards in diesem Video sehen. Das Ganze habe ich live aufgenommen, also nicht wundern, falls ich da irgendwie was nochmal sage oder so. Ich habe den Live-Part vor dem Part aufgenommen, den ich jetzt gerade hier aufnehme. Ansonsten haben wir natürlich durch unsere Donnerstags for Champions Rewards extrem viele Coins machen können.
durch den Manolas Inform und so weiter. Checkt die Rewards unbedingt ab, falls ihr die verpasst habt. Die waren wieder richtig nice. Ich habe auch meine besten roten Player-Picks bisher gekommen. Und alles in allem muss ich sagen, war ich dann diesen Monat doch eigentlich echt zufrieden mit den roten Karten. Geht vollkommen klar, wenn ich das mit letztem Jahr vergleiche, hatte ich nach dem ersten Monat, glaube ich, keinen einzigen Spieler, den ich für die Startelf benutzen konnte. Und dieses Jahr haben wir einfach schon zwei mit dem roten Willian und mit dem Bai. Außerdem ist halt Marquinhos auch eine extrem geile Karte, aber der ist mir ein bisschen zu klein, aber vielleicht können wir mit dem irgendwann mal was machen. Ich denke da zum Beispiel an letztes Jahr, da gab es irgendwann mal eine Weekend League, da durfte man nur mit einer Nation spielen. Und da hätten wir jetzt schon einen roten Willian und einen roten Marquinhos. Brasilien wäre da, denke ich, ganz nice als Nation, aber schauen wir mal. Ansonsten werde ich mein Team komplett umbauen, beziehungsweise ich habe es schon getan. Also schaltet unbedingt am Sonntagmorgen im Stream ein. Ich denke, ab 11, 12 Uhr wird es losgehen. Ich habe mein ganzes Team umgebaut. Es sind nur 4 Spieler geblieben. Das ist zu krass. Also 7 neue Spieler in der Startelf. Das Team sieht komplett anders aus und ich bin mega heiß drauf, mit dem zu zocken. Könnte natürlich auch komplett nach hinten losgehen, weil ich mit dem Team 0 eingespielt bin und am Samstagmorgen dann reinstarten werde in die Weekend League, ohne halt ein Spiel damit gemacht zu haben. Aber ich denke, es wird trotzdem ganz gut abgehen. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass unser neuer Sturm komplett rasieren wird. Der rote Willian wurde natürlich auch ins Team eingebaut. Auf den bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie das sich spielen lässt. Ansonsten ist da auf jeden Fall der ein oder andere richtig kranke Spieler am Start. Ich habe sogar kurz überlegt, ob ich mir George Best holen soll. Dafür hätte ich dann aber mein halbes Team verkaufen müssen und durch sehr schlechtere Spieler ersetzen müssen. Und deswegen habe ich mich jetzt erstmal nicht dazu entschieden, jetzt schon George Best zu holen. Den werden wir uns auf jeden Fall holen, wenn unser Team ausgeglichen ist und wir dann ja nur noch auf die ganz dicken Upgrades gehen, wie George Best, wie Cristiano Ronaldo. Aber fürs Erste haben wir dann noch ein, zwei Baustellen. So viel zum Gameplay und zu dem kleinen FIFA-Talk. Damit sind wir jetzt hier easy in Division 2 gesichert, würde ich sagen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit den Rewards. Ab geht's. Alles klar, dann würde ich sagen, öffnen wir die Dinger. Division Rival Rewards sind am Start. Lasst mich gerne wissen, ob ihr das in Zukunft öfter so sehen wollt. Ich weiß jetzt nicht, was ich im vorherigen Commentary alles schon erzählt habe, aber lasst mich wissen, ob ihr das jetzt immer so haben wollt. Erst die Division Rival Rewards und dann quasi live im Video noch mit Facecam die Rewards öffnen. Finde ich eigentlich ganz cool so. Und meiner Meinung nach sind die Division 2 Rang 3 Rewards einfach die besten, die man überhaupt bekommen kann vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn wir bekommen jetzt hier für Rang 3 zwei 50k-Packs und ein 35k-Pack. Das nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne mit. Da wäre es sogar dumm, die 40k-Münzen zu nehmen, meiner Meinung nach. Das steht in keinem Verhältnis. Aus zwei 50k-Packs und einem 35k-Pack kann man nämlich echt mal gut reinlacken, meiner Meinung nach. Kann natürlich auch sein, dass wir jetzt absolut gar nichts ziehen. Wäre natürlich auch nicht so schlimm, aber da kann man schon mal was ziehen. Und ich würde sagen, wir ziehen auch noch schnell die 215k-Packs, die Vorbesteller-Sets. Können wir auch noch schnell runterziehen. Vielleicht haben wir da ja auch ausnahmsweise mal Luck. Ansonsten sehen wir hier zum ersten Mal die neue Animation. Wir ziehen erstmal Cavaral. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Ich sehe jetzt auch hier zum ersten Mal diese riesigen Karten. Das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Aber ich finde es eigentlich ein Stückchen cooler als vorher, muss ich sagen. Finde ich nicht schlecht. Cavaral kostet über 5000 Münzen. Sehr, sehr gut. Nehme ich sehr gerne mit. Animation scheint da oben auch noch so ein bisschen verbuggt zu sein. Das war's komplett. Dann ziehen wir unser zweites 15k-Pack. Abfahrt. Let's go. Komm schon. Kein Walkout, aber in den Packs ein Walkout zu ziehen, ist auch schon sehr unwahrscheinlich. Aber wir ziehen einfach zwei Bretter. Das ist schon richtig, richtig gut. Bei Portugal kann es dann leider nichts mehr sein, wenn es kein Walkout ist. Glaube ich zumindest. Da gibt es kaum gute Spieler leider. Aber Pizzi ist auch nochmal ganz in Ordnung. Die ganzen Non-Rare-Spieler und so weiter werden uns auch gut was bringen. Und wir ziehen Langkamp. Und ich möchte ja ein First-Owner-Werder-Team am Ende des Jahres haben. Von dem her kommt er da direkt mal rein. Perfekt. Das ist schon mal ganz gut. Ansonsten haben wir hier nichts mehr allzu Gutes. Ich kann es euch mal ganz schnell noch zeigen. Ich will das Video jetzt auch nicht zu lange machen. Ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung. Hier sehen wir es, Werder.
Da packen wir jetzt direkt erstmal unseren neuen Werder-Spieler rein. Beste Leben. Ich bin gespannt, wie das Team am Ende des Jahres aussehen wird. Ob da vielleicht noch ein paar rote Karten dazukommen, Informs, Team of the Seasons vielleicht sogar. Man weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt und jetzt öffnen wir die dicken Dinger. 35k-Pack. Los geht's. Da kann man schon reinlacken, aber muss man auch Glück haben. Wir haben kein Glück. Beziehungsweise... Ja, ziehen kein Walkout und kein Press. Da waren die Vorbesteller-Packs wesentlich besser. Jamulenko nur eine 83. Das ist auch echt nicht gut, muss man sagen. Aber die 250k-Packs, da hoffen wir natürlich drauf, was zu ziehen. Ansonsten haben wir hier leider auch keinen Bremen-Spieler, aber einige Fitnesskarten, richtig viele Verträge. Ich liebe 35k-Packs. Da kann man nämlich echt immer ganz gut was mit anfangen. Die Trainingskarten brauchen wir nicht. Packen wir alles in den Verein und dann geht's rein in die zwei 50k-Packs. Erstes 50k-Pack. Let's go, komm schon. Ein Walkout aus zwei Packs. Wäre überragend, wir ziehen direkt im ersten ein. Das ist ein Scream, okay. Caceres. Ich wusste gar nicht, dass die Scream-Karten immer noch zu ziehen sind. Das finde ich jetzt schon eher scheiße, muss ich sagen. Der hat stabile Werte, aber kostet Abstoßpreis. Ich hätte halt lieber einen richtigen Walkout gezogen, bin ich ganz ehrlich. Aber Screenkarte nimmt man trotzdem ganz gerne mit. Ist in Ordnung, würde ich sagen. Vielleicht haben wir noch was dahinter. Noch ein Inform? Okay, dann war das doch gar nicht schlecht. Mindestens 20k haben wir mit dem Pack gemacht. Nehme ich sehr, sehr gerne mit. Laporte, Bernard, sieht ganz nett aus, würde ich sagen. Im zweiten haben wir safe keinen Walkout. Aber was soll's. Im zweiten Pack erwartet uns... Es war irgendwie klar. Ach, Junge, Mann, das war wahrscheinlich jetzt komplett Karma dafür, dass ich schon vorher gesagt habe, das wird kein Walkout. Stones war jetzt natürlich nicht der Mega-Kracher, aber insgesamt waren die Rewards ganz in Ordnung, würde ich sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen fetten Like da, wenn ich das in Zukunft öfter so machen soll. Ansonsten geht's morgen mit den Streams weiter. Ich bin heute mit Julian in München beim Spiel FC Bayern gegen SC Freiburg. Von dem her kann ich heute leider nicht streamen, aber dann geht's morgen wieder weiter. Macht's euch dann gut, haut rein und ciao.